Also die Geschichte, die ich euch erzähle, spielt in Pfalz, mit V wie Vater. Das Pfalzerwasser heisst auch Pfalzerwasser. Ich weiß nicht, wie geht es Ihrem Vater, wie Vater oder wögeln Sie noch in Ihrem Alter? Das ist V, Vater. Wögeln. Gut. Das ist nicht lustig. Das ist eure Zeit. Es ist einmal vor langer, langer Zeit. Das heisst, so lange ist es jetzt auch wieder nicht her. Also einfach vor langer Zeit war einmal ein Japaner mit Schuhgröße 37. Ein Staubsaugervertreter aus Tokio, Nagayo oder Yokohama mit steckengeraden rabenschwarzen Haaren, die natürlich nur so steckengeraden rabenschwarz sind, weil sie so, wie das die Japaner eben immer machen, wie mit den steckengeraden rabenschwarzen Haaren, weil sie jeden Morgen mit einer Mischung aus Tinte, Fischtinte und Leber dran eingrieben und anschneiden mit einem Schildpatschstreck platt am Nackel hinterher pomadisiert werden. Egal, der Japaner mit diesen steckengeraden rabenschwarzen Haaren, der übrigens eigentlich, das muss ich sagen, lieber weisse Locken hatte, das ist eine andere Geschichte, ganz eine andere Geschichte. Der Japaner, der hat also das Pfalz über oben, dort wo das Pfalzerwasser herkommt und die Leute mit Hamster einfach leben dort oben. Der hat also dort oben in seinem blauen Blazer mit einer kleinen Videokamera vor einem Ranzen und in seiner Hightech-Schnallenskischuhgröße 47 auf den Privatskilehrer Mario gewartet. Muss man zugeben, Größe 47 ist natürlich für einen, der eigentlich 37 hat, extrem gross. Zu gross, wenn wir ehrlich sind. Aber im Skigeschäft haben sie keine andere gehabt und die haben nachher dann mit dem Verkäufer geredet. Hat der Verkäufer gesagt, weißt du, im Japan spielt es also wirklich keine Rolle, ob sie meine 37 von denen 47 fressen. Das ist doch alles Der Japaner mit dem wunderschönen Namen Yahonda Tsuki Kazawaki hat also auf den Skilehrer gewartet und die Skilehrer zu Pfalz oben, aber eigentlich weltweit, die sind ja etwas ganz, ganz Besonderes, vor allem dann, wenn sie enge Skihosen anhaben, Spiegelbrille auf der braunen Nase und weisse Zähne im Maul. Weisse Zähne haben aber nicht alle. Darum gibt es auch viele Skilehrer, die praktisch nie die Schnurren aneinander machen. Anyway, Frauen flippen regelmässig aus, wenn sie einen Skilehrer sehen und können reihenweise Ohnmacht. Stimmt offenbar. Und darum finden Ehemänner die Bergbauern im Skianzug in der Regel extrem doof. Vor allem dann, wenn ihnen die eigene Frau im Bett den falschen Namen sagt. Also zum Beispiel John Gieri oder Seppi oder George oder Mario. Jetzt zur Geschichte. An einem schönen Wintertag, also ist das keine erfundene Geschichte, ist tatsächlich passiert. Jedenfalls, bei den Skilehrern, es ist mir selber passiert, aber ich habe den Namen geändert. Ich weiß, dass ich es bin. Also an einem schönen Wintertag, wo der Honda Tsuki Kazawaki freudestrahlend auf seinem Privat-Mario gewartet hat, ist der nicht gekommen. Und zwar darum nicht, weil er auf dem Weg in die Skischule überfallen worden ist. Und zwar von einer Frau. Von einer, die ausgesehen hat wie eine nordische Walkerin. Also eine Schockente. Aus Päffiken, Burgdorf oder Dapasel, in Wirklichkeit aber eine Frau Doktor war aus Echingen bei München. Eine auffällige Kunstblondine mit sonnigen Gucci-Brille, sättigen Bulgari-Ohrring, gespritzten Lippen wie ein Schlauchboot und einer Oberweite mit Dolly Buster. Am Handgelenk hat sie eine teure Rolex gehabt, auf dem Rücken ein Louis Vuitton-Rucksäckli und hinten in dem Rucksäckli drin ist ihr Wort. Ein weisses Hündli gepackt. Ein Spitz oder ein Terrier, aber wahrscheinlich sei es ein Pudel gewesen, hat die Kassenfrau von Dachberg 3000 Bahn später einen Untersuchungsrichter gezeigt. Anyway, die wattierte Blondine hat in ihrem rosaroten Skianzug ausgesehen wie einen aufblasenen Bazookakaugummi. Und wo der Mario vorbeigeschoenet ist, hat sie sich in einer Art Hechtsprung auf ihn gestürzt und ihm mit lastivem Blick gesagt, dass sie Jutta heisse. Und Ex-Frau von einem Doktor sei, also den Doktortitel hätte sie behalten, und dass sie sofort eine Privatskistunde wähle und das Geld keine Rolle spielt. Mario ist gerade klar, dass der Doktor kein Ingenieur oder Theologe ist, sondern ein professioneller Schönheitsschlipsel sein muss. Einer, der es dann Buchen machen kann und mit Botox und der Fettabsaugkanüle umgeht, wie ein Skilehrer mit Paraffinwachs oder einem Fersenautomaten. Ein Fleischmechaniker, also der Fett ab
absaugen, wie unser einen den Schaum von einem Galanderbier und Silikon in Brüste in den Schoppen, wie mir Zeitungspapier in die nasse Skischuhe. Die Jutta hat also Gas gegeben und gesagt, dass sie Jutta Bamberg Markbein heisse und sie ihn nach der Skistunde auch noch zum Röpfelstrudel mit viel Schlagraum, zum Jägertee und einem Sprung ins Thermalbad würde einladen oder zu einer Stange mit Schaum. Der Mario hat aber das erste Mal wissen, ob Frau Doktor überhaupt Ski fahren kann. Ski und Schuhe und Tutti Quanti sind ja vom Weinsten gewesen, aber wenn sie dann das letzte Mal auf den Ski gestanden sind, hat er nicht wissen. Da hat die gestopfte Mugel. Mugel. Learning. Halb Mensch, halb Kugel. Mugel. Da hat die gestopfte Mugel gesagt, dass sie 93 Mal in Kitzbühel bei einem Gustl oder Seppi oder Wolfi einen Après-Ski-Kurs hatte und dass sie eigentlich schon froh wäre, wenn er, der Mario, ihr ab und zu irgendwie hilfreich unter die Arme würde greifen, so wie das der Österreicher immer gemacht hat. Und sie würde dafür zahlen mit Euro. Euro funktioniert falls überhaupt nicht mehr so gut wie früher. Auch Dollar und Rubel und Pfund sieht man weniger gern wie Schweizer Franken. Aber prinzipiell findet die bescheidene Skilehrer Geld extrem sexy. Und darum hat Maria sofort eingewilligt und ist mit ihr an Anfängerhügel übergeschoenet und hat sie dort wieder am Ponylift hängen. Aber da hat er die Rechnung ohne Frau Doktor gemacht. Kaum hat sie die vielen Anfänger gesehen, hat sie angefangen zu meckern und motzen und trotzdem. Und gerade so, wie sie das früher mit ihrem Ex, eben mit dem Dr. Ole Bamberg gemacht hat, hat sie ausgerufen. Ob er eigentlich wisse, wer sie sei, dass sie im Fall eine Dame sei, eine von Welt, mit Geld, und dass sie sich doch nicht zwischen all diesen vollgeschissenen Windeln blamieren will. Der Mario hat gewarnt, hat von Steilhand geredet und vom Tiefschnitttauchen, von Schanzen und von Rückenpanzern. Er hat der Frau Doktor geschildert, wie kriminell die Abfahrt sei und wie schwierig allein schon die Auffahrt am Lift werden könne. Aber die Madame hat sich nicht überzeugen und gesagt, sie hat doch gezahlt und überhaupt hat sie einen Doktortitel. Das hat der Mario nicht gehabt, er hat nur ein GA gehabt. Und so sind die beiden am Lift angetändelt. Kaum haben sie den Bügel unter dem Hintern gehabt, hat sie sich an Mario festgeklammert wie ein Überlebende von einer Schiffskatastrophe im Panama-Kanal an einem Rettungsring von einem japanischen Containerschiff mit Heimat ab Kuba. In der schieren Panik hat die aufblasene Jutta so ziemlich alles angespannt, was vom Botox noch nicht gelernt war. Der Mario hat versucht, beruhigend auf Frau Doktor einzureden, hat er versucht, die überkreuzten Ski gerade zu richten und gleichzeitig dafür gesorgt, dass sie nicht aus der Skiliftspur rausgeraten. Der Bazooka Koitschki hat zuerst giggelt, nachher geklärt und hinten im Louis Vuitton Rucksack hat der Puddel-Look und Liesling gefurzen. Kurz vor dem Skiliftende hat es eine kleine, und es war wirklich nur eine kleine Bodenwelle gehabt und der Jutta hat das Ski unter rausgeschnitten. Und so hat es die reiche Kuh auf den feissen Rand gesetzt, und zwar dermassen. Das hätte man ihr ja noch mögen können. Aber im Sturz hinein hat sie sich an Mario krallt wie ein Bongo Pygmäus, ein Orangutan also, an einem Baumstamm im tropischen Regenwald. Und zwar so fest, dass Mario die Hosenträger abgerissen, hinten rauf und dann den Turn rumgeschlitzt hat. In seinen langen, hellblauen Galida-Unterhosen. Mit einem Liftbügel in den Knüllkehr und der Frau Doktor an der Wadenone hat er ausgesehen wie ein schwuler moldawischer Ausdruckstänzer in einem Innerschweizer Tantra-Workshop für alleinerziehende Transsexuelle. Jetzt ist die Situation natürlich ganz verreckt. Die Frau Doktor hat sich auf den Bauch aufgeschmirgelt wie eine Gurke über die Gemüseraffeln von der Betty Bossi. Der Mario hat mit einer schweren Schlagseite innenscheinmässig versucht, das Gleichgewicht zu falten und mit parfümierten Bazooka-Kolschki wieder auf die rechte Wanne oder wenigstens auf die teuren Zeitscheine zu bringen. Huhuhuhu, ein Kogel, so schwammer Scheissdreck, hat der Mario 7-mal gerufen und an der Jutta rumgemacht. Dass er die deutsche Rumpfkugel in der Verzweiflung hat wollen, am Louis Vuitton Rucksäckchen aufstellen, war allerdings eine gewaltige Knallgrosch-Idee, weil dort drin war ja der kleine weisse Köder eingepackt, der weisse Puddel. Die Kassenfrau von der Dachberg 3000 Bahn, ja bekanntlich später im Untersuchungsrichter in Rapport blockiert, ich die gehört. Der Huarakogen, so schwoben, scheiss der Köder, hätte da wie eine Sau, ein Muni, oder besser gesagt, wie ein Sobermann, ein Rottweiler, oder wie ein Bullterrier, obwohl er ja kaum grösser war, sei wie ein blähender Hamster oder ein Muni. Ohne Kappe und Skibrille, dafür mit ziemlich viel Schnee in den Schläuchen, ist das tonische Fagen aber doch noch oben angekommen. Im Skilehrer haben Bandscheiben, das rechte Knie und der Sack weht da. Sorry, hat er gesagt. Und der Frau Doktor der Ranze, Nase und Implantat.
Zum Verschnaufen sind sie allerdings nicht gekommen, die beiden. Weil zuerst ist ein Rentnerpärchen aus Hamburg über sie gekesselt. Dann haben zwei gleiche Ferienkinder aus einem Pariser Vorort eingefädelt. Und am Schluss hat eine rötsche Touristin aus Maastricht in Mario den Bügel am Neckel angezettelt. Ist im Fall nicht lustig. Als er wieder zu Bewusstsein gekommen ist, hat er seine Klientin und sich dann aber doch noch in Sicherheit schleifen können. Aber jetzt ist ja erst losgegangen. Wo die reiche Jutta in ihrem ramponierten Skianzug den gleichen Stutz gesehen hat, der, wo die Blaupiste drauf geht, hat Frau Doktor, die inzwischen ausgesehen wie ein frischgetauchter Wischmopp, schiere Tourli gemacht und anfangen mit Fuß und Trompeten. Ah, da fahre ich sie nie im Leben runter. Das sagt viel zu schnell. Sie sagen Dame, erreiche der Frau Doktor. Und von einer Doktor, die in ein Entwicklungsland kennt, die den Wiese bringen, könne kein Mensch verlangen, dass sie gerade am ersten Tag in eine Selbstmordattentäterin von der Al-Qaida Nangie steche. Der Mario hat dann natürlich gerade gesagt, dass er sie ja von Anfang an gemacht hätte und will wissen, wie sie sich denn das vorstellen, wie sie Gottverdammt von dort oben runterkommen will. Da hat sie ihn hochnäsig angeschaut, die linke Augenbraue und die rechte Brust nicht angehoben und geschlagen. Wenn er sie nicht auf den Armen runterträgt, dann nehmen sie halt den Lift! Zahlen aber auch nicht für die ganze Stunde, sondern nur für die Hälfte. Und die gemeinsame Sauna können sich auch noch gerade abschminken und dort anstoppen, wo die Sonne nicht scheint. Klar, unser Skilehrer hat ihr erklärt, dass es ihm nicht ums Geld geht. Ich wüsste nicht ums Geld. Und dass doch das ein Skilift zeigt und dass ein Skilift eben nicht runter, sondern wirklich nur rauffahren können, wenn wir es können. Und dass in dem Fall halt irgendwie abschuhen oder mit dem Rettungsschritt evakuiert werden müssen. Was nicht nur eine Tür sagt, sondern pure peinlich. Geld spielt keine Rolle, hat sie gemeint, und ihm eine extra Prämie versprochen und eine extra Prämie, wenn er sich zu ihr in den Schlitten einlege und sie auf der Rettungsfahrt ins Tal aber begleiten wird. Und das hat Mario dann aber lieber verzichten, vor allem auch schon deshalb, weil sein Schlitten wegen ihren grossen Brüsten relativ wenig Platz gehabt. Warum ist der Blitz vom Rettungsdienst mit dem Kanadier-Schlitten angestanden, hat Jutta den Rucksack abgezogen, den Pudel ausgepackt und ihr gesagt, Schoschi, mach schon Pipi, die Mami reißt mit dem Schlitten ins Tal runter, dann darfst du mit dem Schnee rumtun, gell? Schoschi, viel Spaß, Schoschi. Das ist jetzt natürlich, da müssen wir ja ehrlich sein, ganz ein fataler Fehler gewesen. Während Frau Doktor nämlich einpackt, wie eine Olma Bratwurst oder besser wie ein Rollschinkli auf den Abtransport gewartet hat, ist der Schorschi wahrscheinlich wegen der dünnen Luft. Wie ein Wespe über die Skipiste gefahren. Zwischendurch hat sie böckelt, dann hat er wie ein Irre Schnee gefressen und an einen Haufen Schlalomstangen angeschiffen, wo die Junioren vom Skikur Pfalz die coolen Sieg am Pisterrand angerührt haben. Jetzt, wenn der Schorschi ein schwarzer Pudel gewesen wäre. Oder wenigstens ein rosaroten Elefant, wäre das auch alles gar kein Problem gewesen, aber so eine kleine weiße Feldpastete in weißen Schnee rein, ist natürlich ein gefundenes Fressen für alle, die fast 100 Sachen für eine Karte in den Handel abtreten. Egal, ob das jetzt ein Spitzenterry oder in unserem Fall ein Pudel ist. Also, siehst. Es war ältere Herrschaft aus Russland, im süddeutschen Raum und aus Norditalien, wo der Unfallstelle angehalten haben, die Reste von dem Schorsch wird irgendwie zusammenramisiert und der rote Eingefährte ist nicht mit frischen Pulver zugeschaut. Der Italiener hat noch beten für die Maria und den Jesus, den Heiligen Vater und die Nonna und alle weißen Pudel von Norditalien bis Sizilien und von Nagano bis Tijuana. Aber der Russ hat er das dann ausschnurren können. Wo der Ivan Ivanovic aus St. Petersburg der Jutta mit wilden Gesten, russischen Gesten beigebracht hat, was passiert ist und dass der Schorsch jetzt Butschi sagt, ist sie kurz ohnmächtig geworden und hat anschliessend einen tierischen Nervenzusammenbruch angelegt. Die Italienerin hat sofort wieder angefangen zu beten, der Schwab lösungsorientiert, in die Hagel halt sind die Schwaben, hat die Reste vom Hund an die Füße geknettet, den Flachbahn mit Stroh rum ausgepackt und der Frau Doktor angehebt. Und die hat die ganz gute Leer gesoffen. Jetzt. Dann sind alle ins Tal runtergefahren, vorne der Rettungsfritz, hinten im Schlitten die singende Frau Doktor. Und der Rest vom Schorschi, dann der Mario und noch weiter hinten die schockierten Schaulustigen. Sie sind nicht einmal ganz ohne gewesen, da hat Jutta schon vom Tierschutz und von Amnesty International angefangen zu fantasieren. Und von Anfeld, Apero und Apres-Ski. Und der japanische Staubsaugervertreter aus Tokio, Nagayo oder Yokohama, der mit diesen steckengeraden rabenschwarzen Haaren, nur so steckengerade rabenschwarze Haare gehabt, weil sie so, wie das die Japaner eben immer, mit Stecken gerade aber schwarze Haare machen, weil sie jeden Morgen in einer Mischung aus Tintenfisch, Stink und Leben dran eingekriegt und anschliessend in einem Schildpatschträg, Platt an den Neckel hinterpomatisiert gehabt. Ja, Honda, Zucki, Kasaki, er, wo
noch immer in seinen 10 Nummern zu gross ist, Einschuhe auf seine Privatstunde mit dem Mario gewartet hat, hat gemeint, also er fände es im Fall fast ein bisschen schade, wenn man den filetierten Köder jetzt einfach so in den Köder reinrühren würde. Aus dem können wir ja noch gäbige feines japanisches Hundesüppchen kochen oder wenigstens die Pfähle zum Füttern von seinen grossen Skischuhen. Danke vielmals.